Hi und herzlich willkommen wieder zu The Daily Middle mit einer neuen Folge mit dem großen Thema Fix Me, also Flick mich, Biomechanik. Und mein Gast ist Robin und ich freue mich so sehr, dass du wieder dabei bist. Ich freue mich so sehr, kann ich da sein. Also worüber sprechen wir heute? Heute haben wir letztes Mal angesprochen, worüber es auch noch hingehen wird. Und zwar heute würde ich gerne über Bildgebung sprechen. MRI, Röntgen und so weiter bei verschiedenen Krankheitsbildern. Wann macht Sinn, wann weniger? So in die Richtung. Also grundsätzlich hätte ich jetzt gesagt, das macht immer Sinn, oder? Also wenn ich jetzt so mal einen Teil meines Wissens auf die Seite schiebe und ganz blöd vielleicht antworte, aber das sollte doch immer Sinn machen, oder? Das mag so scheinen. Es hat sich aber auch gezeigt in der Vergangenheit, dass zu frühe Bildgebung bei gewissen Krankheiten kein weiterer Vorteil ist, sogar eher ein Nachteil sein kann. Zum Beispiel bei Rückenschmerzen, bei akuten Rückenschmerzen oder Rückenschmerzen allgemein, wenn man vergleicht zwischen einem früh gemachten MRI, also Rücken tut weh, geht zum Arzt, ich will ein MRI, ich kriege das, hingegen zu einem später gemachten MRI, heißt, ich gehe zum Arzt, ich will ein MRI, der sagt, ist nicht, ist so nachmittags. Keine Lust mehr, ich will eine Pause machen, ich will eine Feier machen, kriege das MRI nicht, macht zuerst vielleicht Therapie oder andere, wait and see, mal schauen, was passiert, und dann später ein MRI machen, gibt es ganz klare und ganz krasse Unterschiede. Es macht einen Unterschied, ob ich direkt, also wenn ich akut gerade Schmerzen habe, ein MRI mache oder ob ich vier Monate später ein MRI mache. Ja. Und zwar die Unterschiede, die man feststellen konnte, und zwar das war Webster et al., findet ihr wieder unten im Kommentarfeld. Die haben festgestellt, dass Patienten, die ein frühes MRI bekommen haben bei akuten Rückenschmerzen, das waren jetzt Rückenschmerzen nicht nach irgendwie Sturz aus 3 Metern oder vom Auto angefahren, sondern einfach vom Sofa auf, zack, Rückenschmerzen. Verhoben Rückenschmerzen, ja. Zack, sowas. Und die früh das MRI gekriegt haben, die waren 3-mal länger arbeitsunfähig. Die wurden 22% von denen, die früher eins gekriegt haben, wurden operiert. Hingegen die später eins gekriegt haben, da wurde noch nicht einmal ganz 1% dann operiert. Warte, das ist krasse Zahlen, oder? Das sind riesenkrasse Zahlen. Also 22% wurden operiert von denen, nur weil sie... Also weil sie direkt nach dem Schmerzauftreten ein MRI gekriegt haben, wurden die 20 Mal und dreimal, wahrscheinlich operiert. Dreimal mehr. Und dreimal länger arbeitsunfähig. Also jetzt mal nur abgesehen von den Kosten, die ein MRI verursacht, was beim Daumen gepeilt um die 2000 Franken sein wird, was darf für Kosten noch anfallen, nur weil früh entschieden wurde, ein MRI zu machen. Also ich bin dreimal länger arbeitsunfähig, sind dreimal längerer Lohnausfall. Operationskosten. Operation kostet eine Stunde OP-Saal. Du liegst da mit Medis und allem drum und dran. Also schon nur die Operation, das sind locker mal 20.000 Franken, die da weggehen. Einfach nur für die Operation. Und dann ist Therapie und Medikamente und alles neu einberechnet. Und das nur, weil das MRI früher gemacht wurde, als vielleicht nötig war. Also das sind immense Kosten. Immense Kosten, ja. Riesen Kosten. Aber das klingt jetzt auch so, als wäre es gar nicht notwendig, ein MRI zu machen. Oder ein Röntgen. Genau, das klingt jetzt erstmal krass. Vorher war es so krass, jetzt muss ja immer was Gutes sein. Ja. Und jetzt ist es so krass, scheiße, brauche ich das überhaupt? Braucht das überhaupt irgendwer? Ja. Und das braucht auf jeden Fall irgendwer. Und das macht auf jeden Fall auch Sinn. Was ganz, ganz wichtig ist, ist abzuschätzen, und das sollte der Arzt machen, der Notfallarzt, der Hausarzt und so weiter, wann deutet die Geschichte oder die Beschwerden vom Patienten darauf hin, dass es wirklich sinnvoll ist und angebracht, jetzt eine Bildgebung zu machen. Wie vorhin gesagt, verhoben, vom Sofa aufgestanden, Rückenschmerzen. Praktisch unmöglich, dass da eine wirklich schlimme Krankheitsgeschichte dann dahinter stecken kann. Also dass da irgendwas gebrochen ist, gerissen ist und so weiter, was wirklich schlimm wäre und von höchster Gefahr für zum Beispiel das zentrale Nervensystem, fürs Rückenmark, beim Rücken jetzt, bei den Geschichten eigentlich mehr oder weniger unmöglich. Darum da, Therapie der Wahl, Patient kommt, stellt Probleme, konservative Versorgung, Physiotherapie, allenfalls weitere Therapien, die ein Arzt empfehlen kann und so weiter. Und dann nach gewisser Zeit, wenn die Beschwerden nicht weggehen oder schlimmer werden oder wirklich
neurologische Beschwerden auftreten, somit Funktionsausfälle, Gefühlsausfälle von den Beinen, dass da dann eine Bildgebung sinnvoll ist, auf jeden Fall. Okay, und wenn du jetzt sagst, abgesehen von den 22% mehr Operationen, also was triggert das? Was löst dann dieses MRI aus, wenn das so eben 22% mehr sind oder dreimal längere Arbeitsunfähigkeit? Also was? Das muss ja irgendwas auslösen, ja. Und dabei sehen wir doch eigentlich nur ein Bild, oder?